Aufnahme-Button schon mal drücken? So, bei mir läuft's auch. Okay, super. Überall läuft's, ja? Ja. Ja. Gut, dann sage ich damit Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing. Was habe ich hier? Oh, ich nehme das immer noch mit dem Happy Home Designer Hintergrund auf. Das ist New Leaf. Und das ist die Tyrofin und das ist der Musician. Hallo. So. Hallo. Juhu. Warte, ich habe auch Emotionen. Warte, ich muss passend zu meiner Axt doch irgendwas haben hier. Die Mörderin. Was geht? So. Habe ich von Gerd gekauft. Hast du von Gerd gekauft, die Axt? Mhm. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Mir freiwillig gegeben. So. Dann. Ja, mein kleines verschneites Winterstädtchen. Genau, hier ist ja gerade Großweihnachten, deswegen haben ich und Kathi uns mal in Weihnachtsschale geschmissen und spielen nochmal Weihnachtsmann hier. Sieht so gut aus. Also, liebe Kinder. Ich habe ein bisschen Angst. Ja. Das ist nicht von so zwei Bärtigen verfolgt. Liebe Kinders, heute bekommt ihr einen Schlag mit der Rute von mir und ein leckeres Eis danach vom Chris. Oh, das ist voll schön mit der Treppe. Ja. Ja, ich habe mal angefangen, hier die Wege zu verlegen. Dann habe ich hier aus Versehen was weggemacht und musste mich erst wieder umloggen. Das ist echt voll cool. Ja, ich mag die auch gerne. Da muss halt der Kevin mal wieder arbeiten. Nee. Und hier sind dann überall Pilze und Baumstümpfe mit Herzchen no, drauf und ich will so. Das weil auch. Ne, weil muss halt da musst du eine Silberaxt kaufen. Ja, die ja, du kannst ich die auch mit ganz irgendwann viel Glück so kriegen. Ich weiß gar nicht, ob ihr guck mal, die Mischka ist sogar zu Hause. Genau, Mischka. Also mit viel Glück kannst du so einen Musterbaumstumpf so kriegen oder mit einer Silberaxt bekommst du irgendwie 1:95% oder so. Yay, das geht ja voll. Aber die geht halt auch schneller kaputt. Okay. Ja. Ach, Sachen gehen ja auch kaputt in Animal Crossing. Ja, die Äxte zum Beispiel halten nicht lange. Oh, okay. Also ich glaube, das sind auch nur die Äxte, die kaputt gehen. Alles andere hält. Ja. Duty! Das ist meine Katze. Duty! Die ist ja süß. Meine oh je. So, der Popstar. Und sie hat einen Fröschchenstuhl, ein Fröschchenhemd. Und, so, und sie hat einfach ein Haustier. Ja, ich habe ihr einen Hamster zum Geburtstag geschenkt. Mein Hamster. Entweder als Bonanza. Proviant oder zum Spiel. Oh, wie süß. Und sie hat sie eine Spinne oder was ist das? Was für eine Spinne? Ja, wo? Wo? Ja. Die Spinne was haben? Ja, sie wollte irgendein. Nee, das ist ein Laufkäfer. Sie wollte unbedingt einen Laufkäfer haben. Guck mal, wie süß sie ist. Voll wichtig. Guck mal, wie treu doof sie guckt. Ja. Oh. Sie ist ein Superstar. Sie hält sich für was Besonderes. Das sieht man. Sie guckt die ganze Zeit nur nach oben. Ja. Oh. Aber sie hat mich am liebsten und sie ist auch die Einzige, die mich besuchen kommt und liebt mich total und freut sich immer dann, wenn ich ihr Fan bin, schreibe nach ihrer Aussage. Ich liebe dich, Mischka, ich bin dein größter Fan. Das ist sowas von süß. Süß. Winken die einem gar nicht hinterher im Online-Modus? Nee, da ignorieren die einen einfach. Da wissen die auch gar nicht, wem sie hinterher winken sollen und Esel da was falsch machen lassen. Eda, wer beleidigt ist, sagt, machen sie einfach gar nichts. Fatima? Oh, Fatima ist auch zu Hause. Oh mein Gott. Ich glaube, Fatima kenne ich sogar als Charakter. Eine meiner Zuschauerinnen hat sie, glaube ich, in ihrer Stadt. Muss ich gleich mal gucken. Mit Abstand das niedlichste Rehkitz, das gibt. Ja, dann glaube ich, ist sie das. Ach stimmt, das war das niedliche Reh. Die möchte ich auch haben. Sie und so. Monika! Sie und Monika sind dann einfach Best Friends die ganze Zeit. Ja, das war voll süß. Die sind halt gleichmäßig süß. Ich liebe sie. Sie stottert bei mir immer, wenn ich sie spreche. Das ist so putzig so. Ich möchte sie haben. Oh je, sie hat weiße Punkte hinten auf dem Kopf. Ja, sie hat weiße Punkte hinten. Das ist auch so unglaublich putzig. Das Purzelschwänzchen dazu. Oh. Das ist ja total geil. Sie guckt mich an. Gar nicht. Sie ist voll fixiert von mir. Bei mir guckt sie mich an. Und bei, ist mir, so, bei mir guckt sie mich mit ganz großen Rehkitz an. Die so, rede mit mir, wie kann ich miteinander reden? Da steht so eine fette Topfpflanze zwischen uns. Und damit meine ich nicht dich. Oh, sie sieht voll süß aus. Sie fragt mich gerade, wie ich ihr Outfit finde. Sie sieht voll süß aus. No. Oh, sie das ist verliebt von dir. Ich möchte sie haben. Wieso kann ich Bewohner nicht einfach in die Tasche stecken? Das ist so unfair. Sie sagt vor allem mal Bimbam. Ja, Bimbam ist so unglaublich putzig und sie hat halt diese ganzen Buntmöbel so verschlafen. Ja. Gut. Wir auch. Wir sind niedliche Weihnachtsmänner. Total. Wir sind schon leicht beschwenkt. So, ich gehe mal lieber aus dem Bett, sonst haut mich der Chris noch.
Sonst haut dich Fatima noch, weil du einfach in ihr Bett schläfst. Ja, sind die Fatima gerade nicht. Okay, alles gut. Oh, die ist echt oh, so kennen lieb. Wir uns schon? Dachte ich doch, dass wir uns noch nicht begegnet sind. Du kommst aus einer anderen Stadt? Chris heißt du also. Ich bin Fatima und es freut mich, dich kennenzulernen. Oh. Es ist wirklich schön hier. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Und Amale, deine Unterhaltung gerade mit lieblichem Dingsspiel, mit Hafenspiel. Man kann ja im Takt zu der Musik der Stereoanlagen spielen. Das Problem ist, mit der 3DS Capture Unit hat so einen leichten Delay. Da geht das nicht. Sitze ich immer da, wie spiele ich denn, wie mache ich das? Aber ihr könnt ja mal in meine wunderschöne Bruchbude, ich meinte in mein schönes Haus. Aber du, gerne doch. Sofort. Aber nur, wenn wir Kaffee kriegen oder Kakao, ich will Kakao. Ich kann dir ein Eis geben. Ja, genau. Ist aber eigentlich ganz hübsch hier drin. Ich habe noch Lutscherstangen. Ich mag die Ruinen, das merkt man, ne? Ich mag die einfach. Die sehen auch sehr passend aus, die sind sehr passend hingestellt. Ja? Passten hier voll gut rein, deswegen mussten die unbedingt hin. Ich bin gerade leicht geschockt. Hanni meinte so vor der Aufnahme, ja, mein Haus ist noch voll klein. Und dann Dangang, runter, hoch. Und ich denke mir nur so, okay. Ja, aber die sind halt, das ist der einzige Raum, der hier voll ausgebaut ist. Und der einzige, den ich dekoriert. Nee, die obere Etage habe ich dekoriert. Die untere Etage habe ich dekoriert mit meinen Fuzoiden. Das ist voll schön hier, Mann. Warum sieht bei mir alles zusammengewürfelt aus? Meinst du einfach bei nur mir nach einem auch nicht besser aus. Bimbaborium aus. Hat überhaupt gar kein. Ich habe auch 50.000 Stile vereint. Warum pupsen die? Oh, das ist mein Furzkeller. Machen die auch Musik dann so? Dü, 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 furz, furz, furz. Ja. Liebe, ich gehe manchmal stehe ich eine halbe Stunde und kriege einen Lacher am Krampf, weil die einfach alle furzen. Und immer wenn ich denke, es ist nicht mehr komisch, lache ich wieder. Ich mag's, dass sie Schweinsnasen haben. Ja. Die furzen halt einfach mal. Der kleine Furz ganz hell. Weil ich habe auch nur die ausgebuddelt. Weißt du, die habe ich nicht gekauft. Also ich habe einfach ausgebuddelt. Stell den da so hin und denk mir, was ist das für ein Geruid? Und dann fängt er an zu furzen. Dann habe ich, ich glaube, 20 Minuten Lachflash im Livestream gehabt. Und ich mir auch einfach, weil er einfach gefurzt hat. Ging nicht. Wenn jetzt war ich runter in den Keller gegangen und dann bin ich wieder angefurzt. Oh, hier liegt noch Geld rum. Moment. Ich bin wieder runtergelaufen. Alles meins. Typisches YouTube-Leben, ne? Ja, genau. YouTube-Money. Alles voll stylisch aufgebaut. Ein bisschen Geld liegt noch herum. So ist es halt. Hier ist halt auch so mein Schein. Das ist mein Rechner und das ist mein Stativ für das Licht halt, ne? Alter. In der Grundbemalung. Und mein Diplom, dass ich YouTuber bin. Und sie voll die chillige Musik, natürlich mein Klavier. Geil. Ja, und dann hier die Klamotten, die ich sonst auch mal ganz gerne trage. Gerade auch der PC-Tisch sieht ja echt cool aus. Ich muss auch ankleiden, will ich gerade. Okay, das ist gar nicht, wie ich mich das so. Wo kommt man denn solche Puppen her? Bekommst ich glaube, wenn man ganz viele Klamotten kauft. Ja, wenn du relativ aktiv in diesem Klamottengeschäft bist, dann bekommst du diese Puppen geschenkt. Okay. Mit einer Dandy-Mütze. Peace! Musst halt ständig mit den Dingern da reden, dann geben die dir mit den Stuff irgendwann. Dingern. Mit Tina und mit den Tina. Mit den süßen Igel. Voll die Knuffel-Igel. So, wir verbreiten trotzdem weiter frohe Laune hier mit unserem Weihnachtsmann-Kostümchen. Ho, ho, ho. Ja, ich hab halt die Räume sind hier halt noch wieso nicht eingerichtet. Wieso geht meine immer hoch? Weil du gegen uns stößt und dann wieder nach oben geschubst wirst. Na, danke schön. Das ist halt hier nicht ausgebaut. Das ist halt mein Halloween-Zimmer. Das sind Anfänge zu erkennen. Ja, ich habe gedacht, das würde ich eigentlich ganz gerne mit diesen Buntholzmöbeln einrichten. Und dann habe ich erstmal den Halloween-Kram dahingestellt, weil ich keinen Platz mehr hatte, wo ich den sonst hinpacken soll. Und aber halt mein Halloween-Zimmer. Magst du, dass hier so ein Toter auf dem Boden liegt? Der fügt diesen Raum cool. Richtig zusammen. Ja, das ist richtig atmosphärisch. Jetzt weiß man auch wenigstens, was einen blüht, wenn man dann was. Wenn man in deine Axt Stadt kommt. Die Axt ist nur für Bäume. Ja, ja, ja. Aus deiner Stadt kommt man nicht mehr lebend raus. Gib's zu. Oh, ein Weihnachtsraum. Ja, ich hab mir gedacht, dem war ich wenigstens ein bisschen weihnachtlich. Ein bisschen gemütlicher. Hier ist mein Yoshi-Ei. Oh, wie süß. Es sagt Yoshi. Meine Glückskatze, die ich von Leonardo bekommen habe, bevor er ausgezogen ist. Ich will auch so ein Yoshi-Ei. Wo kriege ich das her?
Glückskekse kaufen wie cool. im Laden. Und dann kannst du mit Glück halt die dann ganz eintauschen und haben. Und dieses bringt zu meinem Weihnachtsmann-Kostüm, das jetzt mal anziehen werde. Yeshi. Damit wir halt einfach perfekt zueinander aussehen. Aber dann kann ich mich ja gar nicht mehr tarnen. Dann erkennt man mich ja. Ja, du hast ja gerade perfekt getarnt. Oh mein Gott, wie wir alle aussehen hier drin. Oh, ho, ho. Yay. Weihnachtsmann und Coca-G sind wir jetzt. Ja, ich muss ja auch ho, ho, ho. Ich mag den Yoshi, der ist voll süß. Ich habe auch die Bananen, diese Bremsbananen von Mario Kart, habe ich geschenkt bekommen. Bremsbananen, okay. Ja, diese Ausrutschdinger halt. Rutscht man da auch wirklich drauf aus? Nee. Oder ist das nur Dekoration? Nur reiner Deko-Gegenstand. Schade. Du hast einen Papagei, der redet. Darf ich mich ärgern? Ich glaube, ich ärgere den Vogel zu sehr. Ich glaube, der hackt uns beide gleich den Kopf ab. Oder der kackt uns, eher gesagt, auf den Kopf. Typisches Vogelvieh. Das ist ganz schön gefährlich hier mit diesen Vögeln. Ein bisschen rosa Blumen habe ich auch schon gezüchtet. Ich möchte halt auch gerne ganz viele Lilane haben, was ich total schön finde. Weihnachtsmann mit Axt, das ist schon so ein bisschen bedrohlich. Wer kommt denn da? Wer ist denn da? Wer ist das? Wer bist denn du? Oh, Lilly! Das ist Lilly! No! Lilly hatte ich auch mal im Dorf, glaube ich. Ich finde die total niedlich. Oh, die ist echt niedlich. Hallo, willkommen im Pilzdorf. Du bist ja knuffig, du bist ja süß. Ein rosa Tiger. Ich bist du. Oh, hallo, kleiner Specht. Oh, das ist Jan. Und der ist halt voll traurig, weil Leonardo weggezogen ist, weil er hat seinen Spruch übernommen. Leonardo hat immer Groll gesagt und er hat dann plötzlich auch Groll gesagt. Die haben sich ständig besucht und Geschenke geschickt und so fing das mit den beiden an und dann zieht er einfach weg. Ich wollte gerade sagen, da muss wahrscheinlich was Dramatisches passiert sein, dass er einfach weggezogen ist. Ich weiß halt auch immer noch nicht genau was. Und weil hier immer dummerweise Bewohner, Bewohner hier so Leute kommen und dann ihr Zelt dahin ballern, kommen immer meine Platten hier weg. Ich so auf. Und sonst haben wir halt bei einem Baumallee, ne? Da müssen halt überall noch die Wege dazu. Ich mag die 1A-Kirschen, die sind halt voll schön. Die sehen halt so gut aus. Ist Annalena gerade da? Nee, Annalena ist nicht da. Ich hab Nasenbären. Da steht Quentin. Was macht denn Quentin hier? Guck mal, hier steht Quentin, mein Erpel. Er starrt. Hallo. Den Baum an. Quack, 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 quack. Oh, der ist ja auch knuffig. Ja, naja, ist ein bisschen merkwürdig. Er schreibt immer sehr seltsame Briefe. Das okay. Sieht man ihm an, eigentlich. Mhm. Aber da ich ja jetzt hier quasi so ein bisschen halb Entenhausen habe, habe ich mir gedacht, okay, kannst du auch bleiben, habe ich kein Problem mit. Quacks gerade da? Nee, Quacks ist auch nicht da, auch Manu. Auf jeden Fall auch alle sind alle unterwegs hier. Alle Quacksi ist so süß. Wacke jetzt an den Bäumen. Ja, bist du gestochen. Wollte ich sagen. Nachher brauchst du dann wieder Medizin. Ach. Dann geht das große Weinen los. Seid ihr denn gerade? Über die Brücke. Ich bin über die Brücke gegangen. Ah, da. Ich finde uns süß. Und Kevin. Ja. Wer ist denn Kevin? Kevin, mein alter Ego. Ah. Der verlegt hier über die Wege. Der ist hier der Hausmeister in meinem Dorf. Du musst ihm so einen Ausweis besorgen. Dann läuft er auch hier im Dorf rum. Du kannst mit ihm reden. Cool. Kevin hat aber ein sehr kleines Hütchen. Reicht ihm. Bin ich in Ordnung. Lebt er dann hier im Einkaufswagen? Er braucht nicht mehr als den Einkaufswagen und eine Lavalampe. Das ist Kevin, hallo? Jemand, der Kevin heißt. Lavalampe, Einkaufswagen reicht. Und noch ein Körbchen voller Pfirsiche. Das ist nett. Ja, Popos müssen immer sein. Ja, Popofrüchte habe ich die auch getauft. Ja, die sehen halt einfach so aus. Kevin hat übrigens Popos Post. Und Bambusen. Ja, wahrscheinlich Weihnachtspost von seiner Mutti. Muss er mal abholen. Da würde jetzt übrigens Lilly wohnen. Die haben wir schon gesehen. In meine Fundgrube gucken, vielleicht ist da irgendwas, was ihr gebrauchen könnt. Ist glaube ich, zu bei Mitternacht, oder? Ach, Mist. Naja, 23 Uhr, da hat nichts mehr offen. Wo ist denn? Ach, da oben ist dein Rathaus. Ich habe mich gerade gefragt, wo dein Rathaus hier steht. Zumindest einen Kaffee kann man sich hier noch kaufen. Ja, richtig. Erstmal ein bisschen aufwärmen. Ist ja auch kalt draußen. Ist ja auch Winter. Lass mich rein. Yay. Ein Kaffee kostet 200 Sternis. Willst du einen? Ja. Jawohl. Ganz besondere Mischung hier, mit Pilzen übrigens. Kaffeeliebhaber von nah und fern kommen bei mir auf die Kosten. Okay, ich bin gespannt. Juhu! Oh, bitte sehr.
Hier ist meine Spezialmischung. Kaffee Pilsdorf. Frisch gebrüht und trinkfertig. Darunter damit. Wenn wir nachher ist gute Laune haben, wissen wir, woran es liegt. An dem Kaffee. Ja. Pilsdorf plötzlich ganz pink wird. Wenn ich nur den Duft dieses köstlichen Kaffees mit nach Hannover nehmen könnte. Klau ihn. Ja, ja. Klau die geheime Rezeptur. Da wird es einfach aussieht, wenn jetzt jemand ins Café kommen würde, dann stehen so zwei Männer, hast du mir dann bedrängt, so eine Taube, ne? Gib mir Kaffee, Kaffee! Normal, würde ich sagen. Normal. Zu der Zeit durchaus, also. Vor allem, wir hatten ja schon, ne, wir waren ja schon in einigen Häusern und, ja, hatten schon einen anstrengenden Tag hinter uns. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Kaffee Pilsdorf. Meine Lachen hatte ich auch irgendwo. Nee, das war's nicht. Also das mit diesen komischen, diese typischen gelben Streifchen da nach links und rechts, die man dann doch macht, wenn man das so macht. Hab ich das doch noch nicht. Wechsel ich das mit dem hier. Jedoch nichts über den echten Kaffee aus Pilsdorf. Der ist gut. Danke. Bitte. Oh. Nein. So nein. Einfach nein. Yay. Sehr schön. Unsere Bärte, so schön flauschig. Achso, Quentin ist dein Hasscharakter hier, oder was? Also, ja, also Quentin ist schwierig mit ihm. Manchmal schreibt er Dinge, wo du denkst, oh, wie süß. Und dann macht er wieder Sachen, wo du denkst, oh, ist das creepy. Huch! Hey! Dann ist das Loch gefallen. Nein. Hier fliegt eine Schneeflocke rum. Oh ja, tatsächlich. Kann man fangen. Ja, das kann man den Schneemännern geben, die ich nicht geschafft habe zu bauen. Ich hab zwei gebaut in der ganzen Zeit, die Winter war bisher. Und einer ist nichts geworden. Der war zu gleichmäßig. Ja, und meinte dann so, fast perfekt, better luck next time. Und der andere war perfekt. Und der hat mir dann ein Dings gestempelt. Und das war's. Meine haben sich immer nur beschwert. Ich habe ja alle gebaut gehabt und irgendwie, die waren nicht proportional genug. Da hat's da gefehlt, hier und da und bla und blub. Also meine haben sich nur beschwert. Auch sogar der Baby-Schneemann, der überhaupt gar keine Ansprüche zu stellen hat, hat sich beschwert. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier noch irgendwelche Leute, wahrscheinlich im Museum treffen wir jetzt noch Leute an. Oh, du hast das Museum auch da drin. Fehlen noch so ein paar... Oder der Nachtclub hat offen, wir können aber vorhin den Nachtclub. Weihnachtsparty. Los geht's. Ja, guckt. Und die Itzmusik. Du. Geht's. Ja, ihr sollt vielleicht nicht gegens Haus laufen. Was ist denn eigentlich dieses letzte graue Gebäude da? Ist es das Kaufhaus, wovon du geredet hast, Mo? Das letzte auf der Einkaufsmeile, dieses mega große? Das musst du mir gleich nochmal zeigen. Ja. Das quackt mich. Das ist meine süße kleine Quack. Guck mal, wie er abgeht. Hier ist so niedlich. Alter, einer der besten Musikstück-Remixes. Ich kann auch nicht tanzen, leider. Oh, alle hier in Pilsdorf finden es toll, neue Freunde zu finden. Okay, vielleicht nicht jeder. Oh. Ich will auch tanzen. Wir sind im Steuerkreuz. Ja, genau. Wie es aussieht. Du bist das Thumbnail für diese Episode, hätte ich dann schon mal. Das ist großartig. Drei Weihnachtsmänner in einem Club, das könnte ein versauter Wuchs werden. Gehen drei Weihnachtsmänner in einem Club. Und eine Ente. Und eine Ente. Das hat was mit der Ente zu tun, ja. Alter, wie das hier abgeht. Ach, guck mal, das ist ein Foto von mir in meinem Katzenkostüm. Yay. Wir stehen voll auf deinem Club, wie man sehen kann. Ja, guck mal, jetzt müssen wir noch DJ KK anhimmeln. Quack, Quaxi, wie geht's dir? Oh, du bist so süß, Quack. Huch, Honey, alles okay, knack, knack. Du siehst irgendwie total müde aus. Vielleicht sollst du dich mal ein bisschen ausruhen, meinst du nicht? Knack, knack. Du wirst dir schon keinen Zacken aus der Krone, wenn du ab und zu eine Pause einlegst. Knack, knack. Oh. Ich bin gerade in einem Club, was fällt hier ein?